willkommen im Mini-Pirat-Blog. Dieses Mal hat mich die Reise nach Frankreich geführt und dort konnte ich von Arcus den neuen Arcus 9 PC-Tablet bekommen. Es ist frisch eingeschweißt, nagelneu und jetzt öffnen wir das gute Ding mal, damit ich euch zeigen kann, was innen alles dabei ist. So. Okay, bevor ich kurz mal weitermache, hier nochmals die Spezifikationen. Arcus 9 PC-Tablet ist eine Mischung aus Tablet und UMPC. Hier sind die Spezifikationen. Vielleicht drehe ich das mal um. So, perfekt. Ihr seht es. Also, hat ein 8,9 Zoll Bildschirm, einen Intel Atom Z510. Hier steht leider M510, das ist falsch. Hier sieht man, steht es richtig. Z510 ist ein Silverton-Prozessor aus der Intel Atom Embedded-Serie. Mit 1,1 GHz, nicht besonders schnell, aber besonders stromsparend dafür. Als Kombination dazu wird dann der Intel US15W PoleSpo-Chip verwendet. Und der US15W PoleSpo ist mit dem Intel GEMA 500 Grafikchip ausgestattet. Eine extrem stromsparende Version, die übrigens H264-fähig ist. Aber bei den Netbooks, wo dieser Chipsatz integriert war, gab es oft doch einige Probleme mit HD-Videos. Ihr seht, hier ist dann Windows 7 Starter Edition vorhanden. Das ist leider etwas enttäuschend, denn eigentlich Windows 7 bietet extrem gute Tablet-Features, also mit Schrifterkennung, wo man dann direkt auf dem Bildschirm arbeiten kann. Die sind hier nicht integriert, aber vielleicht besteht die Möglichkeit, dass man diese nachträglich auch via Windows Update installiert oder herunterlädt, denn das wäre schon super, wenn man hier direkt per Schrifterkennung arbeiten könnte. Okay, so, jetzt gehe ich nochmal selbst schauen. Also, der hat Wi-Fi und Bluetooth, aber kein UMTS. Ist eventuell ein Nachteil, denn dieses Gerät ist also nicht für den ultramobilen Einsatz gedacht, im Sinne von laufenden Internetzugang und so weiter. Das wäre auch wirklich sehr cool. Man kann es trotzdem als ultramobiles Gerät sehen, vor allem ist es auch interessant im Bereich vielleicht vertikale Applikationen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in Zukunft vielleicht auch in Krankenhäusern damit gearbeitet wird. Ihr wisst noch, dort werden Tablets tatsächlich eingesetzt, allerdings meist richtig teure Industrielösungen. Und der Arcus kostet mit etwas mehr als 550 Euro ist der Preis rund, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Mit diesem Preis ist er natürlich deutlich billiger, aber der Arcus 9 kostet auch ganz schön viel im Vergleich zu einem Netbook. Und dafür muss er aber jetzt auch wirklich was bieten, denn sonst wird es ein Problem. Er ist sonst noch mit 1 GB Arbeitsspeicher ausgestattet und einer 60 GB Festplatte, kein SSD, plus 25 GB über Windows Live SkyDrive, eine Art Online-Backup für wichtige Daten. Wirklich sinnvolles Feature, dass man speichert sozusagen die Daten in der Cloud. So, öffnen wir das mal. Das habe ich nämlich ganz schön lange gequatscht. So, und sonst geht nämlich die Zeit auch um. Die Kartonage ist auch schön hart. So. Okay, also, das ist der Arcus. Hier liefert Arcus noch ein paar Gutscheine, Filme, Achtung, keine Ahnung was das ist, 35 Free MP3s, Bitdefender Antivirus, hier mit dem Code oben, Arcus Garantieerweiterung, glaube ich, oder Garantieinformationen, Arcus 9 englisches Handbuch und ein deutsches, italienisches und holländisches Handbuch. Oh, Entschuldigung, da ist Englisch, Französisch und Spanisch und hier Deutsch, Italienisch, Holländisch. So, dann legen wir das mal hier weg. So, okay. Dann gibt es hier ein Netzteil, das echt eine krasse Form hat und ganz schön dick für so ein ultramobiles Gerät. Also, das ist der Arcus, noch eingepackt hier und das ist das Netzteil. Sieht fast schon, das Netzteil ist auch wieder Arcus. Dann haben wir hier verschiedenste Stromadapter, also, ihr seht, Arcus macht das gleich international. Hier den typischen deutschen Schuko-Stecker, hier den amerikanischen Stecker, britischen Stecker. Und das, die amerikanischen Stecker, die richtig schwul aussehen. Aber gut, wie dem auch sei, den Amerikanern ihre eigenen Stecker. So, und warum bekomme ich das jetzt hier nicht raus? Denn hier ist nämlich auch noch der Akku drin. Rausbekommen. Gut, das hier ist der Akku. Ist ein Lithium-Polymer-Akku, der deshalb so dünn gebaut werden kann. Ist natürlich super. Ich gehe schon kurz mal die Spezifikationen lesen. 7,4 Volt steht da oben, aber es sind keine Angaben über Milliampere-Stunden oder Wattstunden. Ich vermute mal 30 Wattstunden. 30 Wattstunden, 33 vielleicht. Wird aber nicht allzu viel sein. Das heißt, der Arcus 9 muss trotzdem ordentlich Strom sparen, um auf eine lange Akkulaufzeit zu kommen. Und jetzt zeige ich euch mal das Gerät selbst. Sieht schon mal verdammt dünn aus in der Verpackung. Und er ist auch verdammt dünn. Und er sieht auch wirklich gut aus. Jetzt kleben wir mal hier diese Schutzfolie ab.
So. Okay. Bauen wir mal hier in den Akku rein. Okay, hat auch geklappt. So, und dann fahren wir schon mal den Arcos 9 hoch. Hier ist der Powerknopf. Und? Nichts passiert. Gar nichts passiert. Doch, er ist an, er ist an. Er ist an. Er ist an. So. Und jetzt vergleiche ich euch mal den Arcos 9 mit einem UMPC von Gigabyte. So. Ja, am besten. Das ist ein Gigabyte UMPC mit einem 6,4 Zoll Bildschirm. Der U60. Er hat so eine aufklappbare Tastatur. Ist aber von der Dicke deutlich dicker als das Arcos-Gerät. Ihr seht, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und vom Gewicht her würde ich mal vermuten, glaube ich, der ist ein bisschen schwerer als der Gigabyte. Fühlt sich auch hochwertiger verarbeitet. Ich glaube, grob 800 Gramm. Das ist natürlich weniger als ein Netbook. So, und jetzt will ich hier noch ein paar Sachen mal hinten schauen. Was ist das hier? Auf der Rückseite gibt es nämlich hier eine Halterung, aber ja, ich sehe nicht aus. Ist so blöd für sowas? Ganz komisch. So eine kleine Fußhalterung. Aber ich krieg das nicht auf. Das gibt's nicht. Aha, das ist mal ein schweres Ding. Also, da braucht man ordentlich Kraft. Ah, seht euch das mal an. So, also, das ist ganz schön schwierig und man muss aufpassen, dass man das Ding nicht verbiegt, denn das ist ganz leicht gebogen. Einmal falsch gedreht und schon ist es verbogen. Aber so eine kleine Halterung, damit kann man den Arcos da hinstellen. Upsala. Und kann dann sozusagen ihn als Stand-PC nutzen. Aber ich kann euch gleich sagen, seht euch das an. Man dreht ihn ein bisschen und runter ist er. Also ganz so eine sichere Lösung ist das nicht. Bin nicht ganz begeistert davon. Und das ist auch so dünn, das kann sofort kaputt gehen. So, jetzt gehe ich hier kurz mal rein. Okay. Kann ich euch auch gleich mal die Bedienung Elemente zeigen. Okay. Mal die deutsche Sprache erstmal rausfinden. Wow, also ich glaube, Arcos installiert da irgendwie so 20 Sprachen oder sowas. Da ist wirklich alles oben von Englisch bis hin zu Kyrillisch, Chinesisch, Japanisch, wie auch immer. Echt krass. Das heißt, der Kunde kann auswählen, welche Sprachen er haben will. So. Und was mich jetzt schon ein bisschen ärgert, ist die Tatsache, dass hier keine Tastatur vorhanden ist, sodass ich nicht irgendwie schnell mal eine Eingabe machen kann. Denn normalerweise ist es so, dass, das ist schon wieder gerutscht, dass ich eben hier bei einer Tablet Edition ist hier auf der Seite eine ausklappbare Tastatur und die kann man dafür verwenden. Und das ist ganz blöd, denn ich muss jetzt hier, also das ist da die Navigationstasten, die beiden, und das hier ist hier ein Laser-Mouse-Pointer. Und damit lässt sich zwar ordentlich navigieren, aber ganz so fein. Und jetzt muss ich weiter die Sprache suchen, sonst geht hier nichts mal. So, Germany. Das ist echt beschissen. Ich könnte doch automatisch Deutschland wählen, oder? So, habe ich. Deutsch. Und erstes hochfahren. So, und während der... Soll ich denn jetzt einen Benutzernamen eingeben? Was ist das für... So, und jetzt haben wir schon das erste Problem. Hier. Soll man einen Benutzernamen eingeben? Und das klappt natürlich nicht ohne Tastatur. Also... Gehe ich mal schauen, wie sich das Arcos wohl gedacht hat. Keine Chance. So, wechselnd jetzt ist man frustriert über seinen Arcos, denn ich komme da einfach nicht weiter. Das ist richtig blöd. Mensch, wie soll ich denn jetzt hier einen Namen eingeben? Jetzt bin ich sozusagen verpflichtet. Ich kann jetzt einziges machen, schaut, ich probiere jetzt hier. Denn hier schon steht, PC mit markieren und rechte Maustaste. Das müsste gehen, ja genau, kopieren. Und hier oben nochmal einfügen. Muss ich jetzt wieder so machen, denn sonst sehe ich nichts. Mal kann ich, nee, genau. So, machen wir mal hier einfügen. Das geht jetzt. Na super. Was ist das für Scheiße?
Suppe, okay. Schaut, man muss jetzt hier die Bildschirmtastatur aktivieren, unter den Hilfen, aber das muss einem mal jemand sagen. Das ist ja eben gar nicht so einfach. So, Bildschirmtastatur aktivieren, übernehmen. Und jetzt müsste ich hier eine Bildschirmtastatur gleich sehen, hoffe ich mal. Denn sonst geht da hier gar nichts weiter. Es dauert und es dauert. Oh, endlich, endlich. So, jetzt habt ihr hier mal die Bildschirmtastatur. Theoretisch kann ich jetzt hier nämlich. Ja. Kippen, genau, hat wohl geklappt. So, dann Bildschirm wieder wegschieben, also die Tastatur, damit ich hier. Damit ich hier weiterklicken kann, dann die Lizenzbedingungen akzeptieren, folgende Einstellungen verwenden. Weiter, weiter. Oh, ist das eine Hürde. So, dann kann ich jetzt mal diese Bildschirmtastatur wegtun. Das ist echt umständlich. Und jetzt fährt erstmal das Windows hoch. Jetzt kannst du den Schrott auch weg. So, machen wir doch so. Während Windows hochfährt, erkläre ich euch kurz mal noch die Features. Also, hier haben wir die Power-Taste. Hier diese Laserpointer, also für als Maus. Dann haben wir hier wahrscheinlich Wi-Fi, Bildschirmhelligkeit und Einstellungen und hier die zwei Maus-Buttons. Der Akkus 9 ist sehr dünn gebaut und deshalb gibt es hier nur wenig Schnittstellen. Wir haben hier einen Kopfhöreranschluss und hier einen USB-Port. Das da unten ist der Stromanschluss und jetzt schauen wir kurz mal, was gibt es hier unten. Das ist wahrscheinlich der Docking-Port hier unten, um das Gerät an eine Docking-Station anzuschließen. Ob es die gibt, weiß ich gar nicht. Habe ich auch nicht bei Akkus gesehen, um ehrlich zu sein. So, ja, das war es auch schon an Anschlüssen. Also typisch UMPC, wobei ich will jetzt mal nochmals vergleichen hier mit dem Gigabyte-Gerät. Das hatte doch deutlich ein paar Schnittstellen mehr, wie ihr seht. Also, da hat schon Akkus sehr gespart. So, aber jetzt mal schauen, hier hinten gibt es auch einen Stift. Kann man hier rausziehen. Zack. So, und damit könnt ihr dann auch tippen. Und Windows braucht und braucht und braucht. Wir warten jetzt erstmal. Auf jeden Fall, ich kann euch schon mal sagen, optisch sieht der Akkus wirklich toll aus. Sieht mir auch danach aus nach einem tollen Gerät. Hat nämlich ein 8,9 Zoll Bildschirm mit 1024x600 Pixel Auflösung. Mit Touchscreen, allerdings richtigem Touchscreen, also nicht fingersensitiv. Wahrscheinlich eben ohne Multitouch. Man kann darüber sicher gut arbeiten und navigieren. Scheint mir aber fast so, als sei das Gerät eher als witziges Gadget einzustufen. Denn von der ergonomisch gesehen und von den Funktionen, glaube ich, ist er dann doch etwas eingeschränkt. Und für den Alltag, um es als mobiles Gerät zu verwenden, ist man meiner Meinung nach mit einem MacBook wohl besser bedient. Auch weil dort die Leistung deutlich höher ist, durch schnellere CPUs. Und weil MacBooks auch doch einige hundert Euro weniger kosten. Und wenn ich denke, zum Preis vom Akkus 9 kann ich mir nämlich einen Acer Aspire 1810 TZ kaufen mit einer Dual-Core-CPU drinnen und bis zu 13 Stunden Akku, größeren Bildschirm, hervorragende Tastatur, spare ich 150 Euro gegenüber dem Akkus. Hat zwar kein Touchscreen, aber es gibt jetzt demnächst auch die Version 1820 TZ oder T mit Touchscreen und ich gehe mal davon aus, dass die Preise ziemlich nahe liegen. Und ihr seht, der braucht und braucht und braucht und braucht und braucht, bis er hochfährt. Wir warten schon seit mehreren Minuten. Und auch das Video wird deshalb ewig lang. Mag ich eben gar nicht. Aber gut, ist er auch der erste Start. Man kann es ihm nicht jetzt großartig übel nehmen, dass er dort einige Setup-Routinen durchfährt und dass er deshalb ein bisschen länger braucht. Aber es wäre natürlich schon super, wenn sowas etwas schneller ginge. Sonst kann ich euch nicht zeigen, was jetzt großartig an Software drauf ist. Aus Zeitgründen. Die Festplatte scheint ordentlich zu kämpfen haben. Wird wohl ein 1,8 Zoll sein, die nicht besonders flott ist. Da dauert es schon etwas mal so hochzufahren und Windows 7. Wisst ihr was? Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Der Computer wird für die erste Verwendung vorbereitet. Ich brauche euch doch nicht erzählen, wie eine Windows 7 Oberfläche in der Starter Edition aussieht. Ihr wisst, es ist oben. Und ich würde jetzt sagen,
Ei, ei, das war der Steuermann. Abonniert meine Videos und schaut auf meinem Blog unter blog.minipirat.de vorbei, denn ich werde dort einen ausführlichen Testbericht über den Arcos 9 veröffentlichen und dort werdet ihr auch in Erfahrung bringen, was dieses Gerät wirklich taugt und ob es sich lohnt, 550 Euro auszugeben und sich damit ein schönes Geschenk zu machen. So, und jetzt, wo ich eigentlich schließen will, ist der Arcos 9 irgendwie da. Hat auch eine Bildschirmtastatur, soweit ich sehen kann. Super. Das nenne ich mal ein Hip. Der Aktivierungszeitraum ist abgelaufen, jetzt muss der Arcos aktiviert werden. Hey, Jungs von Arcos, ich habe das Gerät gerade mal angeschalten und er war frisch versiegelt, ist nie benutzt worden und dann ist meine Windows-Kopie schon abgelaufen und ich muss aktivieren, bevor ich überhaupt etwas mache. Oh Mann. Okay, ich kann zwar jetzt verschieben, aber es ist sehr wichtig, dass Sie Originalsoftware von Microsoft verwenden. Mensch, nerv nicht. Hey, das ist ein Originalprodukt. Gut, man kann zwar Windows trotzdem starten, aber sowas ist nervig und dazu mehr im ausführlichen Testbericht, der bald in meinem Blog unter blog.minipirat folgt. Danke für euer Zusehen, ai ai, das war euer Minipirat und bis zum nächsten Video.